Hi, meine Lieben, hier bin ich wieder. Ich begrüße euch wieder zu meinem Wandbild mit dem Chamäleon, mit den Chamäleon-Pigmenten und dem Bubbles-Effekt. Ich zeige euch zunächst das vorläufige Ergebnis. Ich habe einige Bubbles mittlerweile drauf gemalt. Wieder mit UV-Harz, wie ich es in der letzten Videoreihe erklärt habe. Ich bin genauso vorgegangen. Und jetzt gießen wir uns wieder den Rahmen für das Bild. Und da nehme ich euch jetzt mit. So, ich habe wieder meinen Blumenuntersetzer genommen, denn dieser funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ohne Trennmittel, ohne irgendwas. Und habe mir zunächst jetzt schwarz pigmentiertes Harz vorbereitet. Das möchte ich eher an das erste Bild ansetzen. Und weil mir diese Galaxy-Farbe und dieses Blau so gut gefällt, habe ich es hier auch nochmal zusammengerührt und mit einer Drop-In-Farbe noch ein bisschen stärker blau pigmentiert, und zwar mit Saphirblau. Und ich habe das Harz jetzt circa eine halbe Stunde stehen lassen. Es ist schon ziemlich warm, vor allem das Schwarze, weil es ein bisschen höher ist im Becher. Da muss man aufpassen, dass es nicht zu lange steht, denn die Reaktion ist, es ist ein 2 cm Harz. Und wenn man es so hoch im Becher stehen lässt, fängt es auch schneller an zu reagieren. Dann wird es warm. Aber nachdem ich eh ein Muster ziehen möchte und es soll nicht komplett verschwimmen, ich hoffe, es gelingt mir, denn das Blau ist noch nicht ganz so warm. Oder ich fühle es nicht, weil so viel Harzrest schon drin ist. Doch, es wird schon warm. Auf jeden Fall hat es gut entlüftet und wir werden jetzt mal mit Schwarz beginnen. Ach so, zuerst werden wir uns noch das Bild mittig ausrichten. Und wir werden es diesmal gleich beschweren. Denn heute setze ich das Bild nicht auf das, was ich jetzt gieße, rauf, sondern werde das Bild zuerst positionieren und dann gießen. Wenn etwas drunter läuft, ist es nicht so schlimm. Im schlimmsten Fall muss ich es planschleifen. Aber das ist jetzt auch nicht das Problem. Wir beginnen mit Schwarz. Blau ist, glaube ich, auch genug. Ich möchte auch ein bisschen Schwarz noch haben. Und es hat sich angefühlt, als könnte man es tatsächlich jetzt schon ziehen, das Muster. Ich habe hier, ich möchte es mit etwas dünnem machen, noch eine Spritze liegen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Ich hole euch mal ein bisschen näher. Ich hoffe, ihr könnt es schon mal gut sehen. Dann lassen wir uns überraschen. Das war das Update zu meinem Chamäleon-Bild mit dem Bubbles-Effekt. Hoffen wir, dass das Muster schon mal stabil bleibt. Ansonsten werde ich noch eine Schicht gießen. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Bis dahin wünsche ich euch wieder alles Gute, viel Erfolg bei euren Werken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!